Nah, I done grew around some people, living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, heute spielen wir das Herz der Karten. Gegen wen werden wir das wohl spielen? Das werden wir gleich sehen. An diesem Nachmittag, Yugi und seine Freundin gingen zum Großvaters Spielgeschäft. Yugi wollte seinen Freunden sein Großvaters wertvollsten Besitz zeigen. Großvater, könntest du meinen Freunden die fantastische, super seltene Karte zeigen? Seltene Karte? Du meinst meine spezielle Karte? Bitte, bitte. Wie kann ich mich verweigern? Ihr Kinder habt Glück. Ich nehme diese Karte nicht so oft raus. Bereits, das ist sie. Der blauäugige weiße Drache. So selten, so mächtig. Ich lasse ihn nie aus meinen Händen. Und diese Karte ist so unbezahlbar. Es gibt nur 4 von ihnen in der ganzen Welt. Plötzlich rannte ihr Mitschüler in das Geschäft. Sein Name war Seto Kaiba. Der junge Geschäftsführer der Kaiba Corp. Er hatte die Karte gefunden, nachdem er gesucht hatte. Ich frage mich gerade, Geschäftsführer und in der gleichen Klasse bei den Kindern. Das ist schon ziemlich nice. Nimm mir den Preis für den Blauäugigen. Ich kann dir alles, wonach du fragst, zahlen. Ich bin mir sicher, du könntest. Aber diese Karte ist für mich mehr wert als alles, was du mir jemals bieten könntest. Sind ihr ja alter Narr. Körperschreibt. Stürmt aus Großvaters Geschäft, das Team war verwirrt und Kaibas Besessenheit mit dem blauäugigen Drachen. Am nächsten Tag, als Yugi mit seinen Freunden zurück in das Geschäft kam, war sein Großvater verschwunden. Als das Telefon klingelte, war es Kaiba an der anderen Leitung. Spottet Yugi, dass der Großvater entführt und brachte ihn zu Cyber. Yugi und seine Freunde erhielten Alten zu Cybercorp. Und fand den Großvater besiegt liegend auf dem Boden. Großvater, alles in Ordnung. Yugi, ich scheiterte. Ich wollte diesen jungen Kaiba eine Lektion über das Herz der Karten urteilen, aber ich verlor. Großvater, wie geht es dem alten Mann, Kaiba, du Widerling, was hast du mit ihm gemacht? Wir hatten ein Duell, das ist alles, wo jeder von uns seine wertvollste Karte als Preis setzte. Aber ich glaube, gegen einen Champion zu spielen, ist einfach viel zu viel Simulation für den alten Narr. Kaiba, du sollst... Nee, aber das ist eigentlich Mädel. Kaiba, du sollst dich schämen. Oh nee. Schau dir den süßen Preis, den ich gewonnen habe. Kaiba hielt den blauigen Drachen... blauigen weißen Drachen... Karte. Tut mir leid für meine Sprache heute. Hoch und riss ihn in 2 Hälften. Großvaters wertvollste Karte. Der bläuige Drache ist eine seltene und sehr mächtige Karte und er wird nie wieder gegen mich verwendet werden. Der bläuige Drache, mein Schatz. Großvater, halte durch. Wie konntest du so etwas tun? Yugi, nimm das. Hä? Großvater? Ich habe dieses Deck gebaut. Ich lege meine Seele in diese Karten und ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß, Yugi. Nimm meine Karten und lehre Kaiba Respekt für das Herz der Karten zu haben. Okay, Großvater, mach ich. Bist du bereit zum Spielen, Kümmerling? Spielzeit ist vorbei, Kaiba. Hä? Kaiba war überrascht von Yugis plötzlichen Transformation. Es schien, als wäre er ein anderer Mensch geworden, als wäre er mehr selbstbewusster und stärker zuvor. Man muss dazu sagen, die Vorgeschichte von Yu, das war ein Kartenspiel, der Pharaonen damals, und die sind in diese mit der Jungs eingefangen, und Yugi hat eben eins, und das ist eben der Pharao und möchte eben jetzt Ruhe wieder eigentlich einbringen. Kaiba, bereite dich vor, denn es ist Zeit für ein Duell. Wir nehmen natürlich das Geschichte-Deck, weil da ist nämlich ein bestimmtes Monster drin, ne? Was man finden muss. Und ich fange sogar an. Ich möchte natürlich als erstes spielen. Ich möchte nämlich jetzt zeigen, was ich drauf habe. Eins Runde. Erste. So. Oh, wir haben den hier. Die hat doch einen Effekt während des Spielzuges. Zeit anzeigen.
Während des Spielzeuges deines Gegners bei der Schadensberechnung. Du kannst diese Karte abwerfen. Du hältst. Oh ja. Das war ja die Karte. Das war meine Lieblings. Also die hatte ich damals auch gehabt. Eigentlich hatte ich alle von denen hier gehabt. Außer die Torki. Wir setzen ihn natürlich. Setzen die auch und beenden unseren Zug. Zur ersten Runde können wir ja noch nicht angreifen. Aber was? Füge deine Hand einen Karte zu, mische den Deck oder was? Oh, 5 oder höher? Ach du Scheiben. Was? Was macht er hier? Was bleibt irgend. Was passiert hier? Halt, darf ich mal bitte hier kurz. Was? Bleib doch mal ruhig! Alter Junge! Was passiert hier? Möchte ich da. Ja, komm. Effekt aktivieren, komm. Ach du Sch. Was macht denn der? Erste Runde. Die erste gottverdammte Runde. Also ich habe noch nicht mal einen Teil der Karten bekommen, die ich wollte. Ich könnte die verräterischen Schwerter, die dadurch bleibt drei Züge die Monster still, da geht Monster. Also jetzt habe ich ja nichts. Effekt aktivieren. Die Schwerter. Und ich setze den ja. Und ich beende meinen Zug. Was anderes kann ich ja jetzt nicht machen. Ich kann ja nicht angreifen. Der bekommt einfach. Ja, warum auch nicht? Fuck, was macht der denn da? So, erste Runde ist vorbei. Den können wir noch so setzen. Den setzen wir mal so. Ah nein, den können wir noch nicht so setzen. Nee, dann nicht. Dann setzen wir den, ja. Und beenden unser Zug. Ich versuche nämlich jetzt den Zorniger Ritter zu bekommen. In der Zeit hat er da drüben eine ganz schöne Abwehr. Oh, was habe ich hier? Rüst nur ein Monster des Gegners kommen. Ich muss hier noch mit der Steuerung zurechtkommen. Details anzeigen. Rüst nur ein Monster, das dein Gegner kontrolliert mit der Karte aus. Immer nimmt die Kontrolle über. Also ich bekomme ein Monster von ihnen. Nee. Achso. Ja, mache ich gerne. So, machen wir nämlich hier Effekt aktivieren. Nehmen den blauäugigen weißen Drachen. Beschwören den hier. Nehmen wir zwei Monster als Tribut. Und greifen ihn dann an. Battlephase, los geht's. Ne, damit er hier schön Schaden kassiert, los geht's. Nein! Schattenzauber. Was hat das jetzt gemacht? Was hat denn das gemacht? Ja, aktiviert diese Koffer. Es verliert 700 ATK. Nein! Angriff annulliert! Das war's! Ne, weiter geht's. So, Playstar. Jetzt bekommt der seine 1000 mehr. Fuck. Jetzt macht der natürlich alle in Abwehr. Oh. Ich hab noch nicht mehr. Was? Alter! So. Fuck.
Wie lange denn? Also muss ich irgendwie, muss ich die Karte hier vernichten? Ähm, 2300 angreifen. Dir. So, da haben wir jedenfalls eine Karte schon mal weg und wir gehen in die Endphase. Jetzt hat er 12.000. Kampfochse, naja, der vernichtet den Shit. Der macht den Platz. So, jetzt können wir Battlephase machen und dann können wir jedenfalls die nächste Karte schon mal vernichten. Oh. Ohne zu wissen, dass wir jetzt Schaden bekommen, das ist schon mal gut. Aber wir müssen die Karte, müssen wir irgendwie vernichten können. Oh. Scheiße ist, dass er jede Runde 12.000er bekommt. Also solange ich mich gut halten kann, ist alles in Ordnung. So, Warte mal. Zurück. Wir legen diese Karte erstmal Verteidigungsmodus. Ah fuck, jetzt kann ich ja die nicht mehr setzen. Oh nein. Ah, die ist auch weniger. Die hat ja weniger. So. Jetzt gehen wir in die Battlephase über. 1800. Nein, die wird zurück, meine Karte. Dann eine Karte weniger. Den Spiegel hatte ich auch hier. Also die Karte hier. Wand der Illusion. So, 200 minus, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ziehe drei Karten, wirf dann zwei Karten ab. Effekt aktivieren. Ich hoffe, dass ich was Gutes bekomme. Lege auf seine Hand ab. Die können mir sehr gut noch helfen. So. Eigentlich hilft die mir jetzt schon, aber dann ist auch der Bläugige weg. Hm, 1300. A2 ist Tribut. Hm, wir gehen in die Endphase. Also wenn ich jetzt nichts Gutes bekomme, muss ich eben das schwarze Loch wählen. Weil sonst kriegt er zu viele Karten. Fluch zerstört. Ja, jetzt ist es halt. Oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Ja, erster Teil. So. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Er hat aber nur 2003, das fällt mir jetzt gerade ein. Und er darf ja nicht mit der angreifen, weil die ist ja verflucht. Das ist ja eigentlich relativ nice. So, wir beschwören jetzt. Gaia, die zornige Ritter, und greift damit seinen halt Battlepass. Seinen. Was ist das hier? Seine Würgeschlange an. So. Endphase. Das muss ich erstmal von seinen Punkten runterbekommen. So. Er kann ja nichts machen. Das ist es ja. Nein, 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 nein. Setzen und mit Gaia
greife ich an. Ich könnte natürlich meinen Monster auch zerstören. 1500. Ich weiß, auf was er hinaus möchte. Und zwar, Kaiba möchte seine ganzen weißen Drachen spielen. Er hat ja nicht nur einen weißen Drachen, er hat, glaube ich, alle drei weißen Drachen. Genau. Da kann er sich den nächsten holen. Fuck. Shit. So. Na komm, komm, komm. Oh. Oh, die Karte hatten wir auch damals. Faszinierender Kreis. Nee, es bringt mir nichts. Hier setzen. Battlephase. Kann ich die nicht aktivieren? Ach nee, erstmal, wenn er mich angreift. So, er kann aber mit der nicht angreifen, er kann mit der angreifen, die werde ich dann... Genau, okay. Oh, ging. Hat eine Karte gezogen. Nein. Ach komm, aktivieren wir jetzt. Effekt aktivieren. Und natürlich auf den weißen Drachen. Nein! Er hat seine Karte geauft. Nein! Oh fuck. Na, was macht die jetzt da? Einfach, ich kann ja nichts machen. Ich könnte das ganze Spielfeld aufräumen, das bringt mir nichts. So, er kann mit nichts angreifen. Ja, 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 der verbotene Exodia, das zweite Teil. Endphase. Ich kann einfach nicht... Ich habe nicht mal irgendeine Karte, mit der ich angreifen könnte. Die hat ja bloß 1300 hier. Dunkler Magier. Ich habe einen dunkler Magier. Ich habe einfach einen Hat Yui einen dunklen Magier gehabt? So. Jetzt haben wir den Kopf. Und jetzt hat er nämlich sein ganzes Spiel voll. Jetzt werden wir erstmal was machen. Jetzt werden wir hier einen Effekt aktivieren. Wir werden alles leer räumen. So. Aber er hat noch eine Karte drüben. Und wir machen einen Fass. Und zwar, man sieht schon, die Exodia, die verbotene, ist eine Karte... Wenn man alle Teile von ihr zusammen hat, geil, ich kann nichts machen. Wenn man alle Teile hat, hat man automatisch gewonnen. Die ist einfach unbesiegbar. Die Teile einzeln bringen überhaupt nichts. Fuck. Während deines Rohfasses ziehst du normale Monster ziehst. Ja, ich ziehe aber eigentlich überhaupt keine Monster mehr, deswegen ist es, um ein bisschen zu überleben. Für den weißen Drachen, er hat drei Stück. Nee, ich werde nicht das Spielzeug, nee, da hätte ich ja die danach auflegen, fuck. Ja,
Ja, und jetzt kommt der weiße Drachen. Genau, jetzt greift er mich an. Mit 3000 direkt. Und jetzt werde ich das Spielfeld nochmal aufräumen. Da ist nämlich sein weißer Drache weg. Ja, nochmal ziehen. Ja, nochmal ziehen. Ja, nochmal ziehen. Komm, 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 komm. Ja! Was? Nee. Fuck, mir fehlt eine Karte. Komm, nochmal ziehen, nochmal ziehen, nochmal ziehen, komm. Nein, ist... Nein. Ah, shit. So, jetzt wollen wir mal... Effekt aktivieren. Jetzt wollen wir mal das Spielfeld aufräumen. Jetzt nehmen wir ihn hier. Wir beschwören jetzt einfach. Wir müssen ein bisschen Schaden machen. Selbst wenn wir jetzt Schaden kassieren, ist mir das egal. Denn wir haben hoffentlich nächste Runde gewonnen. Nein! Angriff annulliert. Nicht schon wieder. Noch ein außer Hand legen. Wie viele Karten muss man auf der Hand haben? Die brauche ich. Die brauche ich. Ja. Wenn ich Glück habe, habe ich gleich gewonnen. Ich habe gewonnen. Haha, du spielst mit der Macht, Geimer. Deswegen hast du verloren. Aber wenn du dein Herz ins Spiel legst, gibt es nichts, was du tun kannst. Oh ja. Oh, Maximilian Pegasus. Hm, es scheint so, als ob Kaiber Junge ein Duell besiegt wurde. Ich muss mehr über diesen Moto erfahren. Oh ja. Okay. Booster Pack, Signaturkarte. Oh, Leute. Was ist denn das? Keine Ahnung. Oh, das war's. Wir haben jetzt zwei Parts geschafft. Als nächstes kommt die unbesiegbare Riesenmotte. Ich weiß, um wen es handelt. Und wenn ihr es auch wisst, dann gebt noch einen Moment oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich werde es so machen, ich werde hier ein paar Dach machen und im Livestream werde ich die Videos, die Dinger dann vielleicht nur machen. Dann, was zum nächsten Mal, sagt ein Mannes Wort. Ciao, ciao.